Knapper, aber eben immer zugunsten des Fabrikmanns. Jetzt geht's. Und dabei reicht das noch gar nicht. Denn das wäre dann erst das 5:4. Auch das Stativ noch Platz. Gut, alles wieder okay. Dank fleißiger Mithilfe. Der Hitzern. Sind wir wieder im Bilde. Bitte um Entschuldigung für die kleine Bildwaggelei. Das Handy, das übrigens da zu sehen ist, ist natürlich das von Fedotow. Der filmt ausnahmslos all seine Spiele. Macht sich da viel Mühe bei der... Von der Seite kann der gar nicht außen sein. Der war draußen. Also sehr vorstellbar von dem Standpunkt aus, von dem Fedotow dieses Spiel gespielt hat. Den so zu spielen, dass der an die Außenkante geht, der muss drauf gewesen sein. Also an der Oberkante, so wie es die Regel vorschreibt. Punkt meines Erachtens. Ohne dass ich da parteiisch sein will. Er ist so schnell auf den Beinen. Aber manchmal reicht das nicht, wenn der Gegner zu viel zurückbringt. Netz berührt, klar. Aber andererseits, klar gespielt von Fedotow, der Ball muss, glaube ich, überhaupt nur noch auf den Tisch gehen. Dann ist das ohne oder mit Netz ein Punkt. Kann man auch anders sehen, ganz klar. Schön kommen lassen, das ist eigentlich gar nicht ganz cool, dass er mal zwei Bälle weich zurückblockt und dann einen Platzierten spielt und nur über Platzierung den Punkt macht, nicht immer über dieses Powerspiel. Das war dann natürlich wieder völlig überhastet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Return irgendwie noch in der Kontrolle kriegt, mit all seinen Stimmen, war eher gering. Verdienter Punkt für den Saarbrückner. Ja, und das nimmt man gerne ab. Bei diesem Spielstand, Fehlaufschlag.
sieht man schon, was beide Spieler können. Welche Bälle sie abrufen können. Hochklassiges Tischtennis. Wie immer in dieser Halle. Hörmann 1:1 in Sätzen, 5:2 im dritten. Und ich weiß gar nicht, wie oft heute ich durch dieses Wechselbad der Gefühle musste. Jetzt schaut es mal wieder nach 5 beide aus. Ja, ich habe es jetzt gerade mal nicht gesehen, weil ich am Nachbartisch war. Aber mehrere Leute hier haben es gesehen, der Schiedsrichter auch. Ich finde es sehr gut, dass der Schiedsrichter da aufmerksam ist, weil wenn ich das in der Liga, in der ich mittlerweile angekommen bin, reklamiere, dass da jemand weiterspielt, obwohl der Ball das T-Shirt berührt hat, dann bin ich der Böse, der ganz, ganz Böse. Naja, das bin ich immer, wenn ich die Einhaltung von Tischtennisregeln anmahne, die angeblich in meiner Liga gar keiner kennt. Man hätte sich natürlich ein friedlicheres Ende gewünscht und die Geste ist nicht sehr sportlich hier, da macht den Schiedsrichter gegenüber. Er hat aber sehr wohl die Möglichkeit, die wir alle haben, wir schauen uns das nochmal auf dem Video an, auf YouTube. Wir waren ja zack und nein, und er behauptet auch beim anderen Ball, dass das nicht gepasst hätte und das stimmt es nicht. Da ist es physikalisch gar nicht möglich, meiner Meinung nach. Aber wir können uns das Gott sei Dank am Video anschauen. Er kann das auch. Und kann dann eventuell, wenn er sich täuscht, in sich gehen. Das ist Teil im Alter des Gefechtes. Da möchte man manchmal schon sehen, die so nicht waren. Zu viel und Hörmann noch, ich betone noch, auf der Straße des Sieges.